So, ein herzliches Willkommen zum nächsten Streaming-Projekt. Und zwar Virtuaverse steht an. Bin ich auch mal gespannt. Fehlerbericht tun. Nett. Siehe an Credits. Das sah tatsächlich ganz witzig aus. Hatte ich vor 2 Jahren, vor 2,5 Jahren, sind mittlerweile schon hier mit der letzten Gamescom. Und hatte ich mir mal einen Trailer angeschaut. Und fand das tatsächlich ganz cool. Ich muss sagen, so hundertprozentig mit der Übersetzung bin ich nicht so ganz einverstanden. Aber gut, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Vielleicht wird es ja nachher ein bisschen besser. Oder vielleicht ist es Absicht. Wer weiß, wer weiß. So, hier sind dann die verschiedenen Seiten, die man noch anklicken kann. Genau. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, was das hier wird. Soll wohl ganz witzig sein. Soundtrack schön MIDI-mäßig gehalten. Optisch gefällt es mir auch ganz gut. Sehr schönes Pixel-Art. Von daher starten wir mal eine Reise. Ich habe es mal auf Deutsch eingestellt. Und schauen, wohin die denn führen mag. Story-Modus. Wenn du nur die Geschichte genießen willst, kannst du mit dieser vereinfachten und leicht gekürzten Version des Spiels ein spannenderes Erlebnis haben für Fans von modernen Adventures und Visual Novels. Ah, und Oldschool, wenn du gerne komplexe Rätsel löst, dann mach dich bereit für ein anspruchsvolles Grafikabenteuer. Genieß die Originalversion des Spiels für Fans von Point Click Adventures der alten Schule. Ja, ich würde sagen, wir machen, versuchen es mal mit dem, mit der Point-and-Click-Variante. Wird schon irgendwie werden, denke ich. Verdammt, bin ich auf mein AVR-Headset gefallen. Die Linsen sind zerbrochen. Moment. Zum Teufel ist Jay. Sie ist weg. Was habe ich dieses Mal falsch gemacht? Sie ist nicht wieder sauer auf mich. Ich muss mein AVR-Headset reparieren und sie anrufen. Es gibt keinen Schmuggler in der Innenstadt, der Ersatzhardware verkauft. Das ist natürlich etwas ungünstig. Okay, ein neuer Tagebucheintrag wurde hinzugefügt. Drücken wir doch mal J. Hey, nettes PDA. Ja, Smartwatches werden auch immer größer, wie man sieht. Okay, ich bin aufgewacht und Jay war nirgends zu finden. Eine Brille lag kaputt auf dem Boden. Und ich weiß nicht, was hier los ist. Muss mein Headset so schnell wie möglich reparieren lassen. Es gibt einen Ort in der Innenstadt, wo ich es reparieren lassen kann. Ah ja, doch, jetzt. Doch, das geht nicht. Aber dann ist ja okay. Erzähl ich mal. Mal gucken. Die Herausforderung aus dem Jenseits. Der Reim des alten Seefahrers. Das geheimnisvolle Schiff. Okay. Ich sehe gerade, ich habe den Streamtitel noch nicht geändert. Naja. Ich dachte, das hätte ich dann schon erledigt. Dann ändern wir das gleich gerade mal noch schnell ab. Na, ich mach's über die Website. Keine Ahnung, wie da jetzt der Code für ist.
So. Einmal mit Profis arbeiten. So, gut, haben wir das geändert. Dann können wir jetzt hier nochmal weitermachen. Ey, guck mal, Nudeln, sehr gut. Einpacken. Medikamente. Da oben haben wir unsere Tasche. Ist kaputt, ich muss die Komponenten finden, um es zu reparieren. Es sind noch ein paar Nudeln drin, aber ich werde mein Leben nicht riskieren, indem ich diese Reste esse. Ach, das passt schon. Ich war mal fast danach süchtig. Ich will keine davon mehr nehmen. Okay. We are not gonna take it. Man kennt's ja. So, die Schaltplatte hatten wir schon. Da geht's dann zum Aufzug. Ach, da geht's wahrscheinlich nur irgendwie raus auf den Balkon. Ich glaube, das ist Hoverboard mal noch. Noch mehr Bücher. Gefallene Helden der Computerrevolution. Do it yourself hacking, drei Bände. Die Kunst der Firewall-Ausnutzung. Fortgeschrittene Netzwerkforensik. Cyberkriegsführung von innen. Geschichte der Kryptographie. Omas Top 10 Kochrezepte für Computerjunkies. Sehr schön. Das gleiche. Ja, okay. Ich habe sie bereits alle gelesen. Gut, dann nicht. Was macht denn dieser Schalter? Das ist das Testfeld meines Bettes. Okay, wenn wir mal drücken. Ich fährt's ein. Ah. Schublade ist kaputt. Na toll. Das ist wohl wieder mal diese Zeit des Jahres. Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Seltsames Dingsbums, okay. Er war mein bester Freund. Sugar Free. Das ist Jay. Wir haben uns während dieser Tournee kennengelernt. Manchmal singt sie noch immer. Gehört das zusammen? Hallo Gizmo. Hallo Mensch. Irgendwelche Nachrichten für mich? Eine neue Nachricht. Nachricht von A&D Electronics. Thema Zahlungserinnerung. Wir hoffen, dass Ihnen das Board, das wir Ihnen letzten Monat geschickt haben, gefällt. Dies ist eine Erinnerung daran, dass Ihre erste Zahlung jetzt überfällig ist. Bitte ignorieren Sie diese Nachricht, wenn Sie Ihre Zahlung bereits getätigt haben. Ja, das ist ja immer schön. Wie fühlst du dich heute? Ich bin unfähig zu fühlen. Okay. Und wie ist die Wettervorhersage? Heute Regen. Morgen Regen. Naja. Cyberpunk halt. Wo ist Jay? Vielleicht gehört es zum Lieben dazu, dass man lernt loszulassen. Okay. Du hältst wohl für ziemlich schlau, was? Ich bin mit 1000 GB Speicher ausgestattet. Und ich brauche nur eine Nanosekunde, um auf alles zuzugreifen. Ja, damals als 1 Terabyte noch viel war. Kannst du etwas Nützliches tun? Oder macht voll keine Verantwortung. Ah, Spider-Man-Zitate. Sehr schön. gib mir einen Diagnosebericht. Ich bin voll funktionsfähig und all meine Schaltkreise funktionieren perfekt. Ich sehe gerade, ich sollte vielleicht doch ein bisschen die Lautstärke noch runterstellen. Ich meine, wir haben ja eh nur Hintergrundmusik. So, jetzt sollte alles soweit stimmen. Du bist ein nutzloser Schrotthaufen. Was wir denken, werden wir. Ich muss gehen. Stand by. Bestätigt.
Gut, das ist soweit noch kaputt. Sieht unordentlich aus. Können wir es zusammenlegen? Kann nicht schlafen. Kopfschmerzen bringen mich auch um. Du hättest Medizin. Können wir diese Bücher eigentlich mitnehmen? Sie gehören Jay. Draußen ist es zu verregnet, um sie mitzunehmen. Sie würde mich umbringen, wenn sie nass werden. Es gibt einen Laden in der Innenstadt, der diese Ersatzteile haben sollte, die ich brauche. Okay, es wird noch einiges anzusehen. Sie nennen es Spa, aber das ist es überhaupt nicht. Hm? Von hier aus wird alles so kalt. Aggressives Marketing. Ja, das hatten wir heutzutage ja auch schon. Das, die Gebäude der Innenstadt. Ich habe dort den größten Teil meiner Kindheit verbracht. Okay, das dürfte alles gewesen sein. Was? Mein Code funktioniert nicht? Ist das möglich? Ich habe Jading geändert. So. Ein billiges Modell aus den 50er Jahren. Es schmeckt nach Kanalratte. Kanalratte. Meine Güte. Haben wir jetzt irgendwas gekriegt? Nö. Das ist viel Spaß damit, als ich ein Teenager war. Ich wette, die Batterie da drin ist noch geladen. Hast du das nicht erst gekauft? Oder ist diese Nachricht halt schon seit Ewigkeiten da drauf und du hast es halt nie abgehört? Das kann natürlich auch sein. Alles klar, dann schauen wir uns hier noch ein bisschen weiter um. Duschpanel. Lippenstifte. Ah, okay, das könnte eventuell darauf hin. Hey, Ultra Power Glove, ja, ja. Könnte eventuell darauf hinweisen, wo sie hingegangen ist. Na gut, gucken wir erstmal hier rein. Ein Eisenschraubenschlüssel und einen Schraubendreher. Nehmen wir mit. Ich nehme nur den Schraubendreher. Nehmen wir teilweise mit. Ein staubiges Motherboard. Direkt aus meinem alten 486er DX. Eine Revolution in der Anfangszeit der Informatik. Ja. Ein Jumper ist auf den Boden gefallen. Okay. Mal hier damit. Ich lasse es besser hier. Es ist riskant, eine weitere Komponente zu verlieren. Wenn die hier anscheinend festgemacht wären, wäre das ja alles kein Akt. Ein gehackter Ultra Glove, den ich vor einigen Jahren gebaut habe. Ausgestattet mit Bewegungssensoren für die Hand und die Finger. Perfekt für AVR. Oder dafür, um ein bisschen für Stimmung zu sorgen. Vor ein paar Tagen habe ich die Treiber verbessert. Mal sehen, ob er noch funktioniert. Ja, er funktioniert gut. Cool. Viele Dinge sind hier passiert. Scheinbar. Okay. Diese Maschine gehört Jay. Ich liebe dieses Spiel ebenso sehr wie sie. Eine große Plastikpalme. Mund gegen sauren Regen. Das ist halt der Vorteil von falschen Bäumen oder halt ja, unechten. Goldener Burger-Auszeichnung.
Eine Auszeichnung für das Essen von 24 Burgern an einem einzigen Tag. Ja, es sollte machbar sein. Je nach Größe. Modifiziertes Arcade-Spiel aus dem letzten Jahrhundert. Die Platte klemmt. Na toll. Ich sehe viele Münzen. Ich nehme sie alle. Sehr gut. Ich würde theoretisch ja noch eine Runde zocken. Wir könnten aber eventuell mal gucken, ob wir die mit dem Schraubenzieher aufkriegen, ne? Ist eine PaySafe-Karte, ne, PlaySafe-Karte drin, okay. Jay Bisnet, ID-Nummer 01001, jawohl, AE39, sie hat wohl vergessen, sie mitzunehmen, als sie gegangen ist. Wir benutzen sie, um den Kopierschutz der Cloud-Spiele-Datenbank zu gehen und lokal zu spielen. Ja, wie halt, quasi Hamachi, also, oder bzw. das Gegenteil von Hamachi. Sehr gut. Erstmal aufs Klo gucken. Es stinkt. Wird man eventuell einen sauber machen, ne? Schneller weil her, dass ich ihn benutzt habe. Na dann. Nehmen wir mit. Er wird sich als nützlich erweisen. Genau, vielleicht können wir irgendwelche Leute bekehren oder so. Duschen. Falls wir mal Wasser brauchen, okay. Massiver Apfeleimer. Ich muss den Müll rausbringen. Dann tu das. Okay. Was steht denn jetzt hier? Ich muss gehen. Ich kann es nicht erklären. Ich muss die Tür knacken und den Code ändern. Du sollst das Passwort zum Zurücksetzen noch irgendwo aufgeschrieben haben. Jay. Okay. Nur wo? Nachher der Highscore von dem Spiel. So klassisch Maniac Mansion mäßig. Da vielleicht drauf. Winston, Ultra Glove, Jumper. Es bringt jetzt im Freispielmodus, okay. Können wir aber wohl nicht nutzen, oder? Ich habe es bereits geleert. Wir da Geld reinschmeißen. Nee. Also Videospiel spielen ist nicht, wie mir scheint. Alles klar. Können wir uns den Jumper eigentlich mal noch anschauen? Nur ein Jumper. Okay. Ja, unser Inventar fühlt sich ja so langsam. Nicht schlecht. Das Licht mir dann flackert. Na, ich glaube, ich muss ja alles mal ein bisschen austauschen oder umbauen, wie es scheint. Schallplatte. Ah, warte mal, wenn das hier. Ich glaube, wir könnten mit dem Besen vielleicht. Das Poster abmachen, ne? Oder festmachen. Ah ja. Auf der Ecke des Posters steht ein Code geschrieben. Code lautet 15287. Okay. Muss ich mir den merken oder gibst du den automatisch ein?
schiebe den Code ein. Sehr schön. Ah, alles klar, sehr praktisch. Und wir mal nach unten. Eine Anzeige für einen milden Kriegsakt, der der Welt Frieden bringen soll. Oh, das klappt ja immer ganz gut. Würde ich mal sagen. Na gut, dann gehen wir mal runter. Sonst noch irgendwas Interessantes hier? Pizza Amore. Ein Fusionspizza-Restaurant. Mhm. Was ist denn für Nachrichtenankündigungen? Offiziell Nachrichtenkanäle sind nicht mehr zuverlässig. Ah. Dieser Spam führt zu einer Gehirnwäsche. Ein Schild für eine Cocktailbar. Das ist definitiv kein Ort, an dem ich mich aufhalten möchte. Hm. Weil dann wieder zu viel trinkst und Kopfweh kriegst, ne? Wir können auch Spike benutzen. Ach, warte mal, da wir jetzt ja auch... fällt mir gerade ein, da wir jetzt ja Dings haben... den Schraubenzieher können wir vielleicht jetzt die Schublade reparieren damit. Und Vogel? Vielleicht kann ich sie mit dem Schraubendreher blockieren. Ja, oder halt so. Das hat funktioniert. Hm, Jacke wie Hose. Auch nicht schlecht. Das ist meine gute alte Jacke. Ich habe meine Kreditkartenjacke vergessen. Ich versuche, verfolgbare Zahlungen für gemütlich zu vermeiden, aber dieses Mal könnte es nützlich sein. Naja. Ja, du hast gerade automatisch gespeichert, schön. Kreditkarte ist halt Kreditkarte. Gut. Dann können wir jetzt, glaube ich, nochmal nach unten. Gut, und ich denke, mit dem Bike kommen wir da jetzt in die Stadt. So, stimmt, da haben wir nochmal einen neuen Tagebucheintrag. Okay, also wir kommen in die Stadt und in den Titelbildschirm. Sehr praktisch. Aber ja, vielleicht könnten wir direkt mal nachgucken, was es jetzt hier Neues gibt.
Fangen wir vielleicht mal mit dem anderen an. Der hat eine Nachricht auf dem Spiegel hinterlassen. Sie hat den Balkoncode geändert und ist weggelaufen. Ich verstehe das nicht. Ich muss mich wieder mit dem Netzwerk verbinden und versuchen, so schnell wie möglich Kontakt mit ihr aufzunehmen. Ich habe es in die Innenstadt geschafft. Es gab hier einen Laden, dem mir vielleicht helfen könnte, mein Headset zu reparieren. Aber ich weiß nicht mehr genau wo. Ich werde mich mal umhören. Naja, toll. Das sind doch wunderbare Voraussetzungen hier. Aber erstmal umschauen. War hier gerade was? Okay, da geht's in die Gasse. Er verkauft Getränke. Okay. Himbeersaft, Traubensaft. Getränk mit Kaffeegeschmack. Seltsames grünes Getränk. Cola. Wahrscheinlich Mountain Dew. Schafersaft, Scheißbier, Energywasser, Energywasser, Phantasendrink. Ja. Okay, da ich im Moment noch nicht weiß, was wir brauchen, lasse ich das einfach mal sein. Ich weiß nicht, ob es hier tatsächlich Sackgassen gibt in dem Spiel. Also, dass wir uns irgendwo festfahren können. Dating Service. Ein Date. Das nenne ich mal eine gruselige Schönheit. Aber ich meine, mittlerweile wäre das ja wieder eine Option, ne? Nachdem Jay weggelaufen ist. Eigentlich wollte ich erstmal den Sicherheitskegel anschauen. Ich hatte eine Sammlung davon in meinen betrunkenen jüngeren Jahren. Ja, ja. Wer hatte das nicht? Ah, da ist sogar ein Händler. Möchte nicht wirklich einen Verkehrskegel herumtragen. Warum nicht? Ein öffentliches Touchscreen-Terminal. Na dann. Bitte wählen Sie ein Thema. Okay. Einiges. Filme, Touristen, Essen, E-Mail. Fangen wir mit Geld mal an. Da halten Sie Ihre Karte vor den Bildschirm. Okay, wie viel Geld haben wir? Mist, ich muss ein anderes Terminal finden, um Geld zu bekommen. Okay. Auch keinen bezahlten technischen Support. Was gibt's Neues? Truman wehrt sich gegen soziale Medien. Proteste in Los Puertos werden gewalttätig und arktisches Meereis erreicht Rekord. Heilmittel für AVR-Nebenwirkungen gefunden? Aha. Ja, das hatten wir, glaube ich, auf dem Titelbild schon. Trap ist eins für eine fingierte Geschichte. Überwachungswahn von PlaySafe-Karten genehmigt. Sehr gut. Überwachung, nicht Überwachungswahn. Online bieten die internationale Kirchenstaat soziales Netzwerk. Ja. Warum nicht? Taxi-Syndikat offiziell tot. Drohnen-Syndikat empört sich wegen fehlender Ressourcen. Okay. Konzerten aus. Oh, können wir direkt was kaufen? California Death Trip. Jack Snacker Ikenorsk. Asami Hara. Können leider nichts kaufen. Verdammt. Wie im Moment hier, es gibt einfach keine Konzerte. So. Möchtest du nichts online kaufen? Ich aber schon. Ich kann mich nicht einmal an das letzte Mal erinnern, als ich Urlaub hatte. Mhm. Vielleicht ein anderes Mal. Dating? Halten Sie Ihre Karte, ID-Kartenscanner. Gut. Und wir haben ja eine. Ich hoffe, Jay verzeiht mir das. Aha.
Okay, wir hätten Lara, Pat, Patty, Fiona, Ina, Gina, Max, Nora, Bio, Jim, Alex, Vivi, Yoko, Sam, Liz, Jess, wenn ich ein Teenager wäre. Das später nochmal. Ah, wir können tatsächlich. Okay, dann. Lass uns doch mal gucken, was wir hier. Ob wir sie vielleicht irgendwie verkuppeln können. Schöner Haarschnitt. So. Okay. Wie sieht es mit Pat aus? 21 Jahre alt? Ja, klar. Immer doch. Aber irgendwie keiner hat online. Euch entgeht hier das beste Date eures Lebens, muss ich ja mal zugeben. Natty? Ein Goth-Mädchen. Oh Gott. Oh Gott. Viel Spaß beim Chatten, seien Sie wirklich. Hi, was liegt an? Hallo, ich bin Natty, und du? Ich bin Nathan, welch ein Zufall. Ist das dein richtiger Name? Interessant. Ja, nicht wirklich. Das ist mein Spitzname. Ich verstehe, erzähl mir mehr über dich. Ey, tut mir leid, aber ich muss jetzt gehen. Ich hab genug davon, ich bin raus. Oh. Gerade gut angefangen. Fiona? Genug auf Möpse. Ja, warum nicht? Ah, verdammt. Aber offline. Wir haben auch nie Glück mit Möpsen. Nora? Sieht aus wie meine Tante. Mit 19. Mhm. Auch nix. Wie sieht es mit dem Max aus? Wäre dieses Foto echt, wäre er schon längst an der Strahlung gestorben. Ah! Hallo. Hallo, mein Schatz. Schöne Bauchmuskeln. Trainierst du viel? Ja, mein Körper ist ein Kunstwerk. Natürlich. Hey. Ich habe meine Nummer verloren. Kann ich mir deine ausleihen? Nee, wirklich, ich will nicht mit einem solchen Idioten reden. Er hat doch so gute Anmachsprüche. So, Gina, volle Haarfarbe. Ist aber nichts. Schade. Wütend? Gucken, ob sie online ist. Ne. Eigentlich offline wütend gerade. So, Mew. Hübsches Make-up. Natürlich. Hey, wir haben sogar Glück. Was liegt an? Einem Gespräch mit einem Mädchen interessiert? Wohl nicht. Achso, guten Morgen, mein Hübscher. Wie geht's dir? Ich langweile mich. Willst du mich vor der Kamera sehen? Folge diesem Link. Ah. Girls.to, Mio und ein Ref. Ist das nur ein Sexbot? Na, ich weiß, ich finde das hier ziemlich legitim. Bei jedem? Hey, ich hätte nie gedacht, dass ich Jim hier wisse. Ah. Sogar online, okay. Hey Jim. Hallo Jay. Nein, ich bin's, Nathan. Was, Nathan? Was machst du mit Jays Konto? Hey, bat mich zu prüfen, ob ihr PlaySafe-Karte funktioniert. Ahaha, ja, klar. Ich bin stattdessen hier, um Spaß zu haben.
Ist besser, Fragen dazu zu vermeiden. Muss jetzt gehen. Auf jeden Fall schön, dir zu schreiben. Vor allem sowas will ich halt auch nicht öffentlich machen. Aber gut. Vielleicht sind die ja da in der Zukunft ein bisschen. Ja. Ein bisschen offener. Es geht mit Alex. Ein seltsamer Typ. Huch. Direkt mal anschreiben. Oder auch nicht. So, Vivi. Ich mag auch eine Mädchen nicht so sehr. Ein Moralapostel, aha. Ist aber auch offline. So, Kuyoko. Ein zauriges Mädchen. Sowas gibt's das auch noch. Das in der Zukunft. Aber auch offline. So, Sam. Der kommt mir bekannt vor. Sogar online, cool. Hallo. Tut mir leid, ich kann jetzt nicht reden, ich bin bei der Arbeit. Beschäftigt, beschreibt mir später. In Ordnung, vielleicht später. Warum hängst du denn auf der Arbeit auf irgendwelchen Dating-Seiten rum? Die hatten wir, glaube ich, schon, oder? Ja. Und Jess? Nimm mich an deine Klassenkameraden. Vielleicht ist es ja. Aber leider offline. Gut, ich glaube, dann haben wir alle. Ich brauche die Karte nicht zu prüfen. Ich bin in dieser Stadt aufgewachsen. Was sagst du? Wie sieht es mit Filmen aus? E7, das sieht mir bis nach John Wick aus. Race in the Woods. East Rogue. Death Trap. Wir können, glaube ich, hier nichts anklicken. Also auch keine Filme angucken. Aber würde ich halt auch nicht hier mitten im Regen vor so einem Terminal machen. Öffentlich. Geidurist, BTF. Essen. Lecker Lachs, Captain, Gourmet, Salami, Mad Dog, exotisch. Salami. Die sieht lecker aus. Das ist halt die Frage, ob die hat hier funktioniert. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir da bestimmt die Pizza brauchen, um weiterzukommen. Danke für Ihre Bestellung. Bitte wählen Sie Ihre Lieferadresse. Ja, die Wohnadresse. Großputztipp 12. Kreditkartentransaktion läuft. Okay. Bitte warten Sie an der Adresse auf die Drohne. An der Adresse auf die Drohne. Genau, normalerweise checke ich meine E-Mails nicht an öffentlich. Das machst du nicht öffentlich. Alles andere schon. Okay. Hey! Die Piep, ihre Pizza wird sofort geliefert. Piep. Danke. Oh komm, bevor die kalt wird. So. Dann mal ab zum Trautenheim. Hallo Pizza. Na, wie geht's dir? So, hallo Fluffy. Ja, ich hatte vergessen, die Dings umzustellen. Den Stream-Titel zu ändern. So, guten Abend, Sir. Hier ist Ihre Bestellung. Ja, das ist meine Pizza. Danke. Vielen Dank für Ihre Bestellung. So, genau, Cleo hatten wir halt letztes Wochenende oder letzten Montag schon durchgespielt gehabt. Von daher
ist jetzt mittlerweile Virtualverse dran. Mal gucken, wie wir hier vorankommen und was das alles noch so wird. Die Pizza gibt nicht einmal vor, eine echte Pizza, wie eine echte Pizza aussehen, zu riechen oder zu schmecken. Alles klar. Immerhin haben wir jetzt Pizza. Genau. Oder zumindest sowas in der Art. Gut, da haben wir, glaube ich, hier im Terminal alles erledigt, was irgendwie funktioniert. Was geht mit dem Schild? Zeitung. 24/7 geöffnet. Okay. Noch mehr Werbung. Heutige Angebote. Speedball 50 Credits. Trainer XL Pack 40 Credits. Halt länger in AVR würde ich mit dem Trainer Mega Pack. Ah ja. Seltsamer Kerl, Händler. Dann schauen wir mal. Er ist ein wenig abgelenkt, weil er auf seinen Computer schaut. Okay. Dann will er vielleicht ausrauben so lange. Okay, was ist das Angebot des Tages? Heute gibt es kein Angebot. Oh. Wir haben hier auch die besten Preise in der Stadt. Was verkaufst du hier? Alle Arten von Designer-Drogen, Trainer, Stimpaks und alles, was man sonst noch so braucht. Um die Benutzererfahrung zu verbessern. Okay. Mein AVR-Headset ist kaputt. Kennst du jemanden, der es reparieren kann? Vielleicht kann dir ja mal im Laden in die Ecke helfen. Aber ich würde mich von diesem alten Knacker fernhalten. Okay. Ich suche nach meiner Freundin. Hast du hier ein schwarzhaariges Mädchen gesehen? Jeden Tag gehen 1000 Menschen an diesem Geschäft vorbei. Ehrlich gesagt, sieht nicht danach aus. Es ist niemand hier. Wenn man sich der Typ, der jedes Mädchen anschaut, das vorbeikommt. Ich bin ein verheirateter und treuer Mann. Ruhig dich, so habe ich das noch nicht gemeint. Trotzdem danke. Den kann man ja mal. Was machst du an diesem Computer? Sieht so aus, als wärst du ziemlich beschäftigt damit. Dann kümmerst du dich um deine eigenen Angelegenheiten. Arbeite, siehst du das nicht? Ich war gerade dabei, das Inventar zu aktualisieren. Hm. Sah für mich nicht so aus. Du hast ihn irgendwie angelächelt. Wovon zum Teufel sprichst du? Genüsst du mir nach? Gib mir einfach aus den Augen. Ah, das ist der Typ aus dem, von dem Dings hier. Der Sam vom Dating Room. Okay, tschüss. Können wir ihm jetzt vielleicht irgendwie anschreiben, dass er abgelenkt wird? Erstmal gucken, was dieser seltsame Kerl hier will. Definitiv nicht die Kuchen, die meine Oma früher gebacken hat. Das ist ja auch kein Kuchen, das ist Rahmen, würde ich sagen. Ein Barbeschild? AVR-Babes. Wähle deine Favoriten. Kumpel, ich hoffe, du bist mindestens 18 Jahre alt. Seltsame Wahl für eine öffentliche Ausstellung. Ich frage mich, ob es für jemand ein verstecktes Signal ist. Sieht aus, als hätte jemand ein Klebeschild über das alte geklebt. Eine Riesenpille, das ist eine Drogerie. Okay. Ein weiterer lokaler Spinner. Wer bist du? Ich bin ein Niemand. Niemand. Nichts ist real. Okay. Was machst du hier? Ich helfe den Menschen. Menschen helfen? Was meinst du damit? Ich verkaufe Träume in AVR. Das Leben ist hart, aber man kann immer noch träumen. Ist also eine Art AVR-Pusher oder sowas? Pass auf, was du sagst. Was ich hier verkaufe, ist völlig legal. Ich helfe nur Leuten, die nicht auf die optimierte Benutzererfahrung zurückgreifen können. Ich wette, dein Zeug wird nie so gut sein wie das echte. Was ist los mit dir, Alter? Bist du hergekommen, um mich zu beleidigen oder was? Tut mir leid, ich wollte nicht unhöflich klingen. Ich bin nur neugierig.
Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Hardware und Software. Ich will das also wirklich wissen. Ah, ich verstehe. Nun kann ich behaupten, dass meine Kassetten mit dem Zeug in der permanenten Realität vergleichbar sind. Aber ich beziehe sie von den richtigen Stellen. Es gibt jedoch bekannte Nebenwirkungen. Nebenwirkungen? Welche Art von Nebenwirkungen? Na, wir verwenden verschiedene Methoden, um die Erfahrung zu verstärken. Sie so nah wie möglich an die permanente Realität heranzuführen. Aber das sind nicht die gesündesten Dinge, die man sich ins Gehirn initiieren kann. Ich muss sagen, dass es nicht nur Software ist. Ganz und gar nicht. Die Erfahrungen sind meistens Software, aber es gibt auch einige Chemikalien. Aber hey, es ist alles legal. Da bin ich mir nicht so sicher. Nehme ich nicht so an. Ich kann es Ihnen versichern, es ist alles sauber. Ja, trotzdem danke für die Information. Ist es ein echter Schnurrbart? Ich habe keinen Schnurrbart. Wovon sprichst du? Ist das dein Ernst? Ich kann ihn deutlich sehen. Ich stehe direkt vor dir. Und ich sehe, dass du einen Schnurrbart hast. Vielleicht hat mein Avatar eine Störung. Ich werde das später überprüfen. Das wäre sinnvoll. Naja, ich würde auch eher sagen Goatee und kein Schnurrbart. Hast du hier ein Mädchen gesehen? Ich sehe täglich viele Mädchen. Das ist wahrscheinlich besser für dich, wenn sie nicht auf meiner Liste stehen. Aha. Kannst du es wagen? Ich von meiner Freundin. Beruhig dich. Das war nur ein Scherz. Ich habe hier niemanden gesehen. Kennst du einen Ort, wo ich mein AVR-Headset reparieren kann? Sieh doch mal den Laden in der Nähe an. Geh einfach zurück, wo du hergekommen bist und biege rechts ab. Okay, also so. Dankeschön, bis bald. Weist nämlich beide auf diesen Laden hin. Ich glaube, ich würde dann aber noch mal kurz gucken, ob wir ihn noch ein bisschen bei dem Dating anschreiben können. Ah, wo ist die? Na gut. Habe ich wieder ausgelockt, was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Sicherheit geht vor und so. Der Typ sieht aus wie der von der Hauptstraße. Genau. So, hallo. Tut mir leid, ich kann jetzt nicht reden. Ich bin bei der Arbeit. Achso, der geht aber direkt offline, oder? Ja, dann vielleicht später. Alles klar. Da können wir uns halt noch irgendeinen Drink holen. Ich kann nicht das Metallgitter sehen. Im Lärm nach zu urteilen, muss jemand im Innern arbeiten. Siehst du das, Alex? Entschuldigung, falls stört. Dann verschwinde. Na toll. Ich glaube, wir sind nicht so beliebt hier. Okay, Müllcontainer, Restaurant, Hintergasse, Speisekarte. Wir haben ja schon Pizza, von daher. Eine riesige Stahlwand blockiert den Zugang zu den U-Bahn-Schienen. Bevor die Bahngesellschaft sie gebaut hat, lebten die Menschen in der Nähe der Schienen, um Strom zu stehlen. Bei den aktuellen Strompreisen hier ja auch gar nicht so verwerflich mittlerweile. Oder so unlogisch.
Na gut, dann schauen wir mal kurz in den Müllcontainer hier rein. Ihre Tritte und Schläge von innen. Ich hoffe, das sind nur ein paar Katzen, die im Futter kämpfen. Okay. Ich werde ihn nicht öffnen. Ich habe Angst, dass Tiere, die daran kämpfen, mich beißen. Ach, passt schon. Sensei Sushi, frisches Essen. Speisekarte. Spider Roll, 5 Credit. Tintenfisch, 3 Credit. Grüne Sojabohnen, 1 Credit. Sukiyaki Don, 5 Credit. Gebratener Gemüsereis, 4 Credit. Speziell gebratener Reis, 4 Credit. Jakobsmuscheln, 3 Credit. Meerbrasse, 4 Credit. Ikura, 2 Credit. Gurkenrolle, 2 Credit. Tiefkühltorst. Ah, sehr gut. Sensei Sushi. Das beste frische japanische Essen der Stadt. Ich glaube nicht. Der Schrott funktioniert nicht. Ich habe die Nase voll davon. Zeit, eine andere Brille zu probieren. Du scheinst einige zu haben. Ein automatischer Müllcontainer. Der Fall wird elektronisch getrennt und zur Videoverwertung geschickt. Halt dich aus meinem Müllcontainer raus. Ja gut. Oder ein paar Kassetten. Jemand hat sich zerdrückt. Aber vielleicht können wir dem eine neue Dose Cola kaufen. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Bier. Höllenbier. Nimm die mal mit, ne? Lass meinen Drink nicht an. Aber ey, nix darf man hier. Einige AVR-Kassetten. Hände weg von meinen Kassetten. Ein weiteres Opfer des Systems. Ja, ja. Okay. Schöne Jacke. Danke. Die hält mich warm. Das ist alles, was zählt. Das glaube ich, ist ziemlich kalt hier. Man merkt ja auch schon, wie du zitterst. Es regnet die ganze Zeit. Brauchst du Hilfe? Ich drehe durch. Hilf mir, Kumpel. Auch mehr AVR. Mehr Kassetten. Okay, ich werde sehen, was ich tun kann. Ich könnte ihm vielleicht die Pizza geben, wenn der da Bock drauf hat. War das eine AVR-Brille? Ja, eine Einwegbrille. Die augmentierte virtuelle Realität ist mein Leben. Ich verstehe. Auch jeden Tag eine Dosis davon. Hast du etwas für mich? Realität treibt mich in den Wahnsinn. Muss online, so bald wie möglich. So eine Extra-Kassette. Ich hab meine satt. Ich kenne sie. Byte für Byte. Gib mir Daten. Ja. Gute alte Realitätsfrucht. Flucht. Realitätsfrucht habe ich hier noch keine gesehen. Bist du noch nicht mit der permanenten Realität gechippt? Ich wünschte, ich wäre es. Aber ich habe diesen Zug verpasst. Jetzt ist es für mich zu teuer. Ich komme ja kaum über die Runden. Wären da nicht die Reste vom Restaurant, wäre ich jetzt schon tot. Es tut mir leid, dass du es so schwer hast. Aber ich kann dir garantieren, dass dir nichts entgeht. Ich würde sogar sagen, dass du besser daran tust, dich von dem Teufelszeug fernzuhalten. Bullshit. Das ist das Beste, was jemals geschaffen wurde. Und ich brauche dieses Update täglich. Auf diese Weise wäre ich nicht gezwungen, mich auf diesen scheiß alten Kassetten zu verlassen. Er weiß, welche toxischen Chemikalien sie nutzen, um diese Erfahrung zu verstärken. Ja, dem kann man nicht widersprechen.
Aber zumindest bist du auch jenseits des Rasters ein freier Mann. Ist mir egal, ob ich frei bin. Jetzt lass mich in Ruhe. Ich will dieses Geschwätz nicht hören. Okay, bis später. Hast du Bock auf eine Pizza? Nimm die, vielleicht hast du Hunger. Ich esse normalerweise keine feste Nahrung. Aber diesmal mache ich eine Ausnahme. Okay. Hey. Gab's keine Errungenschaft dafür. Nur ein Stück Plastik, das einige Kabel und Schalter verdeckt, schätze ich. Ein Schrauben. Ach stimmt, der steckt doch in der Schublade. Könnten vielleicht nur den Rest Nudeln geben. Ist nicht dieser unheimliche Jason aus diesem Film? Naja. Frage der 13. Eine Untergrundfilmoper von P. Riverdi. Bande unter uns Festival. Letztes Jahr fand ein Horror-Rock-Festival statt. Veranstaltungsbeginn gegen 23 Uhr. Crowdsurfing wird bestraft. Oh. Nix darf man hier mehr. Ah, Spider-Man. Sieht aus wie eine Hintertür. Laut Etikett wurde er vor 12 Jahren gewartet. Na, ist ja gut. Nehmen wir mit. Er ist schwer. Ja, Mann, ich. Eine fast tote Pflanzen. Ich bin kein Gärtner, aber hier scheint es eine Katastrophe zu geben. Okay? Dort ist kein Schatz vergraben. Verdammt. Aber haben wir jetzt... Nee, haben wir nicht. Es ist von innen verriegelt. Ich bin nicht sicher, ob es sich um eine billige Alarmanlage oder nur um eine Klingel handelt. Wir versuchen es mal. Ich höre ein Knistern aus dem Innern. Das könnte eine beschädigte elektronische Komponente sein. Ich brauche heute keinen weiteren Schock. Okay. Ich glaube, dann haben wir hier jetzt erstmal alles. Oh gut, wir waren im Restaurant noch nicht drin. Moniker Kerl, Aquariumkoch. Die besten. Da gibt es keinen Clownfisch. Oh. Naja, es wäre schade, ihn lebendig vor dem Koch filetiert zu sehen. Vom Koch filetiert zu sehen. Das ist zumindest frisch. Er zeigt ein Standbild eines Fisches an. Wenn das Absicht ist, ist es definitiv eine schlechte Marketing-Idee. Brauchen wir E-Zigaretten? Weiß nicht. Vielleicht hier für unser Date. Viele Geschmacksrichtungen. Wohl, Flüssigkern, Bergpilz, leckere Haxe, Bienenstocknektar, Espresso, Glycerin, frischer Apfel, Lasaka-Eis, Vanille, Mango Django, El Calabero, Ed Petit Light. Ich habe vor Monaten mit dem Rauchen aufgehört. Zum 36. Mal. Na gut, der stille Kerl wird wahrscheinlich nicht allzu viel zu sagen haben. Erstmal begutachten. Direkt ein Kapuzenpullover mit einem Pi-Symbol. Da ist ja nur irgendein Nerd. Oder ein Pirat, man weiß es ja auch nicht. Netter Kapuzenpullover. Ich weiß deine freundlichen Wörter über die Wahl meiner Kleidung wirklich zu schätzen. Ein Kapuzenpullover habe ich bei einem Wettbewerb gewonnen. Was für ein Wettbewerb? Die schnellste manuelle Pi-Berechnung. 2037 Edition. Was? Ja, bei diesem Wettbewerb geht es darum, so viele Nachkommastellen wie möglich zu berechnen.
schließlich keine Computerhilfen erlaubt. Dann bist du bestimmt gut in Mathematik. Oder vielleicht hast du dir einfach die längste Zahlenfolge eingeprägt. Er hat die von Sir Isaac Newton angewandte Technik benutzt. Ohne Körpermodifikation konnte er allerdings nicht über 16 Stellen hinausgehen. Interessant. Es gelang mir 107.374.182.400 zu berechnen. Hast du eine Art Implantat? Nein, ich habe andere Hilfsmittel verwendet. Drogen? Booster. Erzähl mir mehr. Nein. Also, könnt ihr euch mal merken, wenn ihr jetzt geboostert seid, könnt ihr auch Pi-Nachkommastellen berechnen. Ist doch schon mal ganz gut zu wissen.